So, meine lieben Freunde, da sind wir auch schon wieder hier mit einem neuen Part von Let's Play Kingdom Hearts 3. Beim letzten Mal haben wir auch die restlichen Kampftore abgeschlossen und sind somit in den Besitz aller 13 Geheimberichte gekommen, die ich ja jetzt nun hier ganz entspannt heute vorlesen möchte. Zuerst allerdings, ja, habe ich noch was anderes gemacht, und zwar habe ich Sora gelevelt, und zwar ziemlich radikal. Er ist jetzt Stufe 99. Und ich habe dabei auch sogar nebenbei jetzt auch die restlichen Materialien gesammelt, die ich jetzt hier brauche, um die noch verbleibenden Items hier zu schmieden. Das werden wir natürlich erstmal noch schnell erledigen, bevor es jetzt hier gleich an die Lektüre rangeht. Also dann erst einmal die herzlosen Keule Plus mit der Fähigkeit MP Sparfuchs und den herzlosen Besieger. Schon mal sehr praktisch. Und natürlich auch Niemandswache Plus. Ist somit fertig und wir sind jetzt hier der Meisterschmied. Achievement ist gerade erschienen, kann man allerdings leider in der Aufnahme nicht sehen, was ein bisschen schade ist. Bin jetzt allerdings nicht ganz sicher, hört man das zufällig eigentlich ja jetzt hier zumindest den Nachrichtensound? Das habe ich jetzt irgendwie nie so richtig nachgesehen. Naja, wie dem auch sei, ja, wir haben noch ein paar Sachen zu erledigen. Aber wie gesagt, das Erste, was wir hier tun wollten, ist ja natürlich die geheimen Berichte zu lesen. Alle nacheinander, ich glaube, weiß jetzt nicht, werde ich jetzt den ganzen Tag dafür brauchen? Ich habe keine Ahnung. Werden wir ja gleich sehen. Also dann, los geht's. Geheimer Bericht Nummer 1. Erinnerungen. Bin ich am Leben? Ich wachte in einer Zelle auf. Ich war allein, bis die Forscher kamen mit ihren Tests und nicht enden wollenden Fragen. Und das alles, um herauszufinden, wer ich bin. Ich hatte keine Antwort für sie parat. Vier Freunde und ein Schlüssel. Das war alles, was mein Gedächtnis hergab. Ich konnte mich nicht mal an meinen Namen erinnern. Man nannte mich dort einfach X. Mein einziger Trost waren die beiden Jungen, die mich von Zeit zu Zeit besuchten, um mit mir zu sprechen. Eines Tages kam ein Mann, um mich aus meinem Gefängnis zu befreien. Er trug eine Augenklappe, mehr konnte ich in der Dunkelheit nicht erkennen. Selbst jetzt, Jahre später, fühle ich mich keinen Schritt weiter. Ich weiß noch immer nicht, wer oder was ich bin. Möge mein Herz der Schlüssel sein, der mich leitet. Verfasser unbekannt. Aha, dieser Bericht hier stammte also jetzt von diesem einen Mädchen, von dem ja eigentlich ja Sykes erzählt hatte. Er und Axel waren ja, als sie ja noch keine Niemande waren, ja die beiden Jungs, die ja eigentlich ja immer dieses Mädchen besucht haben. Von Zeit zu Zeit. Und der Mann, der sie aus dem Gefängnis befreite, ja, Augenklappe ist eigentlich so der ziemlich deutliche Hinweis, das war Sigmar. Beziehungsweise ja eigentlich ja Lushu, eine der verlorenen Meister, wie wir ja jetzt inzwischen schon wissen. Ja, aber was eigentlich ja danach mit diesem Mädchen geschehen ist, das kann dann eigentlich auch nur er uns erzählen, weil er ja wohl anscheinend der Letzte ist, der sie ja dann hier so gesehen hat. Aber wir wissen ja immer noch nichts von ihr. Wer war dieses Mädchen? Warum wurden Experimente an ihr durchgeführt? Und vor allem, was hatte sie eigentlich ja überhaupt mit den Schlüsselschwerträgern zurück? Weil sie hat ja den typischen Satz hier eigentlich ja noch von sich gegeben. Welcher ja eigentlich ja tatsächlich eigentlich ja so ein ziemlich, sagen wir mal, aufmunternder Spruch aus alter Zeit war. Also nur wenige kennen diesen Satz. In erster Linie tatsächlich ja nur die verlorenen Meister. Tja, so weit dazu. Meisterprüfungstagebuch. Seit ich zu meiner Reise aufgebrochen bin, um mich auf die Meisterprüfung vorzubereiten, sind einige Tage vergangen. Arrakis hat uns darum gebeten, freigestellt zu werden, um die gleiche Pilgerreise zu unternehmen. Doch wie es scheint, obliegt es mir als erstem, die Welten zu bereisen, die in den alten Märchen Erwähnung finden. Bis vor wenigen Jahren kannte ich nur meine eigene Welt, ein Fleckchen Erde, das von Meer umgeben war. Ach, was hatte ich von der Welt jenseits dieses Horizonts geträumt? Ja, mich nach ihr gesehnt. Und mit Hilfe aus der Zukunft verließ ich schließlich dieses Nest. Auf dem langen Weg bis an die Seite meines Meisters kam ich mit der Dunkelheit in allerlei Formen in Berührung. Schon damals wusste ich ganz instinktiv, so erschreckend ihre Kraft auch war, so konnte sie für sich, ja, man konnte sie für sich nutzbar machen, sie meistern. Arrakis ist von hoher Abstammung. Er geht zurück auf die allerersten Meister aus dem Zeitalter der Märchen. Aber ich bin nicht so weit gereist, nur um mich seiner Verherrlichung hinzugeben. Ich werde es ihm gleich tun, ihn ebenbürtig sein. Und zu diesem Zweck muss ich lernen, die Kräfte geboren aus Dunkelheit und aus dem Licht gleichermaßen zu beherrschen.
Xehanort. Mhm. Ein Bericht von Xehanort verfasst, als er wahrscheinlich noch ein junger Mann war. Genaueres weiß man ja natürlich immer noch nicht so darüber, was er eigentlich in der Vergangenheit alles getan hat. Also er verließ seine Insel. Und zwar eigentlich ja nur aus dem Antrieb, weil sein zukünftiges Ich praktisch erschienen ist, um ihn ja natürlich diesen Weg zu weisen. Also, man könnte eigentlich ja fast meinen, dass Xehanorts Reise mit oder anderem mehr oder weniger eine Art Paradoxon ist. Man weiß ja nicht so ganz genau, wo eigentlich ja der Ursprung war. Weil Xehanorts zukünftiges Ich, also Xehanort hätte ja eigentlich ja nie die Reise angetreten, hätte sein zukünftiges Ich ihn niemals eigentlich ja besucht, um ihn eigentlich ja sozusagen dazu zu motivieren, seine Welt zu verlassen. Und dann natürlich ja eigentlich ja irgendwann Schlüsselschwertträger und sogar Meister zu werden. Ja, das ist schon interessant, aber nichtsdestotrotz war ja natürlich dieses Ereignis mehr oder weniger vorherbestimmt. Experimente am Herzen. Notizen zu Subjekt X. Auszug 1. Das Subjekt ist weiblich, etwa 15 Jahre alt. Sie wurde kurz nach Sonnenaufgang beim Forum in der Mitte der Stadt gefunden. Nach 7 Tagen Beobachtung sprach sie ihre ersten Worte, wusste jedoch ihren Namen nicht. Das Subjekt weist Symptome einer tiefreichenden Amnesie auf und zeigt besorgtes Interesse daran, in welcher Welt es sich befindet. Ihre Worte deuten darauf hin, dass sie ihre Heimatwelt zusammen mit ein paar Freunden verlassen hat. An die Namen ihrer einzigen Gefährten kann sie sich jedoch nicht erinnern. Alle Bemühungen, diese Erinnerung in ihr wachzurufen, sind auf heftige Ablehnung gestoßen. Anselm der Weise stellte seine Forschungen über das Herz ein, nachdem er anfänglich Experimente an ihr durchgeführt hatte. Es gelang mir nicht zu ergründen, was genau der Grund war, doch irgendwas machte ihm Angst. Aber dieses neue Mädchen ist genau wie ich. Es besitzt keine Erinnerungen. Es ist das perfekte Versuchsobjekt, um die Arbeit meines Meisters fortzusetzen. Und davon sollte auch sie profitieren. Indem wir ihr Herz erforschen, haben wir einen direkten Zugang zu ihren Erinnerungen. Ich selbst habe bereits Fortschritte dabei gemacht, meine verlorene Vergangenheit dank dieser Experimente wieder zurückzugewinnen. Wer ist sie? Woher kommt sie? Dies sind Fragen, die kein Wissenschaftler einfach ignorieren kann. Und das Gleiche gilt für die Worte, die sie vor sich hin murmelte. Möge dein Herz der Schlüssel sein, der dich leitet. Xehanort. Hm? Das war's also. Aber so richtig genau ist ja nie darauf eingegangen. Also alles, was wir darüber wissen, steht tatsächlich nur in diesen Berichten. Notizen zu Subjekt X, Auszug 2. Die Erinnerungen des Subjekts sind nicht zurückgekehrt und meine Gespräche mit ihr bleiben überwiegend unklar. Die Fragmente, die ich ihren Äußerungen entnehmen kann, wecken Vorstellungen an eine vergangene Welt, eine Welt wie aus einem Märchen. So unwahrscheinlich es auch scheint, die Frage ist womöglich nicht, von wo sie kommt, sondern von wann. Wenn sie wirklich eine Reise durch die Zeit hinter sich hat, ist die Aussicht, ihren Herzen etwas Greifbares entlocken zu können, umso verlockender. Meine ersten Experimente hatte ich an einer Handvoll Versuchsobjekte durchgeführt, doch keines von ihnen war stark genug, sie zu ertragen. Letzten Endes brachen alle unter den psychischen Belastungen zusammen. Ich wusste, es wäre ein schwerer Schlag, mein einzigartiges Versuchsobjekt wie sie auf die gleiche Weise zu verlieren. Als mein Meister dahinter kam, dass ich diese Tests durchfügte, verlangte er, dass ich meine Arbeit sofort einstellte und die Ergebnisse meiner Forschung zerstöre. Was jedoch noch schlimmer war, er veranlasste die Freilassung meiner verbleibenden Versuchsobjekte. Auch sie ist weg. Wo ist Subjekt X hin? Hat Anselm, mein weiser Meister, sie irgendwo versteckt? Xehanort. Tja, aus dem ersten Bericht kann ich ja natürlich jetzt vernehmen, dass es nicht Anselm war, der das Mädchen ja irgendwohin verschleppt und versteckt hat. Wir wissen ja, dass es Sigbar war. Oder besser gesagt ja Lushu, wie er ja in Wirklichkeit heißt. Das wissen wir ja eigentlich ja hier schon. Aber über das Mädchen selbst ist nach wie vor alles unbekannt, außer jetzt natürlich jetzt die Tatsache, dass sie aus der Ära der Märchen zu stammen scheint. Also aus einer Zeit, die ja natürlich endete, als der Schlüsselschwertkrieg damals ausbrach. Aber so genau wissen wir eigentlich ja nicht, wie weit eigentlich ja diese Ära wirklich zurückliegt. Das könnten ja mehrere Jahrhunderte sein, soweit man das eigentlich ja beurteilen kann. Memoiren, Auszug 1.
Das Schloss war für uns Kinder wie ein Wunderland. Innerhalb seiner Mauern betrieb Anselm der Weise seine Forschungen und die Früchte, die sie trugen, erlaubten es allen außerhalb des Schlosses, glücklich und in Frieden zu leben. Dieser Umstand allein reichte aus, um unser Interesse zu wecken. Doch nicht alle Gerüchte, die von dort nach draußen gelangten, verhießen nur Gutes. Bei Nacht waren es dumpfe Stimmen, das Wehklagen von Menschen aus Fleisch und Blut, die die Mauern des Schlosses durchdrangen. Man erzählte sich von gefährlichen Experimenten, die an Menschen durchgeführt werden. Lee und ich konnten gar nicht anders, als einen Plan zu schmieden, wie wir in das Schloss eindringen und unsere Neugierde befriedigen können. Die beiden Gestalten, die vor den Toren Wache standen, waren Selbstforscher. Eigentlich kaum zu glauben, wenn man sie so sah. Sie waren groß und breit und kräftig. An diesem Duo vorbeizuschleichen war aber nur die erste Hürde. Und sie erwies sich nicht als leicht zu überwinden. Kaum hatten sie uns bemerkt, packten sie uns an den Ohren und warfen uns hinaus, wieder und wieder. An dem Tag, an dem es uns endlich gelang, in das Schloss einzudringen, stiegen wir die lange Wendeltreppe in seinem Herzen hinunter und stießen in der Dunkelheit auf eine ganze Reihe von Käfigen. Es war nicht hell genug, um zu sehen, ob sich darin jemand befand. Und einfach in die Dunkelheit hineinzurufen, um uns zu vergewissern, war uns ja nicht möglich. Dennoch konnten wir sie deutlich fühlen, eine Präsenz in den schwarzen Tiefen. Angst und Schrecken überkamen uns. Und noch im selben Moment bereuten wir unser Kommen. Doch gerade als wir uns umdrehten, um zu fliehen, vernahmen wir eine leise, kaum hörbare Stimme. Der Drang, davonzulaufen, war überwältigend. Doch jemand oder etwas winkte uns zu sich. Und dort stand sie, umrahmt von einem schwachen Licht. Zeig's. Ja, tatsächlich, dieser eine Teil hier, von wegen, sie packten uns an den Ohren und warfen uns hinaus wieder und wieder. Da konnte man tatsächlich sogar in Kingdom Hearts Birth by Sleep in den Credits eigentlich einen kurzen Ausschnitt davon sehen. Also man wusste ja, dass sich ja eigentlich Lee und Aisa immer wieder versucht haben, ins Schloss zu schleichen, um herauszufinden, was es eigentlich mit diesen Experimenten auf sich hatte. Um dann genaueres eigentlich in Erfahrung zu bringen, sind sie ja dann letzten Endes Schüler von Anselm den Weisen geworden. Am Tag darauf später dann, ja, wurden sie plötzlich Niemande. Und so nahm ja alles seinen Lauf. Das ist ja eigentlich alles dann nach dem Ende von Birth by Sleep passiert. Als Aqua in die Dunkelheit stürzte und Xehanort, der ja Terras Körper übernahm, eigentlich ja jetzt bewusstlos da auf dem Platz in Radiant Garden zu finden war, ohne jede Erinnerung an früher. Er selbst wurde ja ebenfalls ein Schüler von Anselm, führte Forschungen durch, um sein eigenes Gedächtnis herauszufinden. Und nur wenig später haben sich dann Aisa und Lee ebenfalls eigentlich ja dann als Forscher für diese, für Anselm den Weisen ja praktisch gemeldet. Also sie wollten Schüler von ihm werden, Forscher werden. Und dann kam ja natürlich eigentlich ja die ganze Geschichte, dass Xehanort Anselms Namen stahl, ihn quasi irgendwie beseitigte in irgendeiner Weise. Was genau passiert ist, das wissen wir ja nicht so richtig. Also irgendwie hat er ihn einfach in die Welt der Dunkelheit gestoßen. So viel wissen wir eigentlich ja, aber wie genau er das bewerkstelligt hat, ist jetzt allerdings noch unklar. Und dann ist ja natürlich ja die gesamte Geschichte, wie er jetzt alles seinen Lauf nahm. Die Herzlosen breiteten sich aus, zerstörten Welt für Welt. Fast 10 Jahre lang. Und dann, ja, ist plötzlich Sora erschienen. Und hat natürlich eigentlich ja versucht, alles wieder gerade zu rücken, so gut es ging. So, Bericht Nummer 7 über Projekt Replik und Reanimation. Nach meiner Auslöschung und nachdem ich wieder ein vollständiger Mensch geworden war, erwachte ich nicht sofort. Vielleicht war der Schaden einfach zu groß. Selbst nach dem Erwachen verblieb ich im Bett und dachte zunächst darüber nach, wie ich nun weiter vorgehen sollte. Während ich für die Organisation am Projekt Replik erarbeitet habe ich etwa 20 Gefäße geschaffen. Die ersten Ergebnisse meiner Arbeit waren fast durchweg Misserfolge. Nicht einen gab ich eine Nummer. Der erste greifbare Erfolg dieser frühen Versuche war Repliku. Es folgte Shion, Number I, die im Grunde nicht mehr von einem echten Menschen zu unterscheiden war. Auch wenn sie durch den Einfluss anderer letztlich instabil wurde. Ich nahm diese beiden als Grundlage und arbeitete daran, eine Reihe von nahezu perfekten Repliken zu konstruieren. Aber gerade als ich kurz vor ihrer Fertigstellung stand, wurden meine Bemühungen auf einmal gestoppt. Ich vermute, dass Xehanort sowohl die ersten beiden als auch die unbenutzten Repliken meiner späteren Bemühungen für sich verwenden will.
Als ich mich heute erhob, beschloss ich, meinen ersten Ausflug seit geraumer Zeit zu machen und zum Forum zu gehen. Doch mein Spaziergang wurde jäh unterbrochen, als ein überraschender Besucher auftauchte und mir ein unerwartetes Angebot machte. Obwohl er jünger war als ich, war er zu Xemlas rechter Hand aufgestiegen. Ich akzeptierte seine Bedingungen und wurde erneut ein Niemand. Das machte es leichter, Zugang zu dem alten Projekt Replik zu erhalten. Was tut mir nicht alles, um etwas wieder gut zu machen? Wechseln. Ja, ich schätze mal, die rechte Hand von Xehanort war der junge Xehanort, der natürlich ja zu Sykes hingegangen ist. Und ihm diesen Deal vorschlug. Naja, im Grunde war es ja vorteilhaft, allerdings hat er ja natürlich nicht durchschaut, dass eigentlich ja Wechseln vorhatte, eigentlich ja das Projekt für sich zu nutzen, um eigentlich ja Wiedergutmachung zu leisten und einiges ja wieder gerade zu biegen, indem er ja eine Replik gestohlen hatte, die dann natürlich dafür verwendet wurde, um Roxas wieder zurückzuholen. Die echte Organisation. Xehanorts Ziel ist es, 12 Gefäße zu sammeln, die er zusammen mit seinem wahren tatsächlichen Ich als die echte Organisation 13 betrachtet. Nun, da er sie alle beisammen hat, gelten Demix und ich nur noch als Reserve. Auch andere, die in der alten Organisation Xemlas gedient haben, waren den gleichen Weg wie ich eingeschlagen und sich dazu entschieden, ihre wiedererlangte Menschlichkeit aufzugeben und als Niemande nun zu der echten Organisation beizutreten. Ich sollte mal besser vorlesen, oder? Ja, nicht jedoch Xemlas. Xemlas kann in der Gegenwart nicht existieren, da es hier bereits einen Xehanort gibt, den alten Mann, der in der echten Organisation 13 das Sagen hat. Das Menschsein des alten Mannes hindert seinen Herzlosen und seinen Niemand, sowie andere, die in der Vergangenheit besiegt wurden und sein jüngeres Ich hatten, daran, in dieser Zeit zu existieren. Um dieses Problem zu umgehen, nutzt Xehanort die Prototyp-Repliken, die ich in der Vergangenheit als Gefäße geschaffen habe, und bringt die Herzen seiner alten, anderen Ichs aus der Zeit, in der sie existieren, zu sich. Xehanort befahl mir, die Prototypen weiterzuentwickeln, damit sie ihren Originalen noch näher kommen. Meine Kreationen zu perfektionieren, damit sie wahre Menschen aus Fleisch und Blut beherbergen können, kommt auch meinem eigenen Ziel zugute. Alles, was ich im Sinne meiner Wiedergutmachung nun noch tun muss, ist, einen Weg zu finden, so viele Gefäße wie möglich an diejenigen weiterzugeben, die es wirklich verdienen. Ja, das war ja tatsächlich sein Plan. Analyse von Anselms Daten aus Zug 1. Ich habe die Daten studiert, die mein Meister in Rikus Hände gelegt hat. Im Folgenden lege ich die vorläufigen Ergebnisse meiner Analyse dar. In Zoras Herzen befinden sich 3 voneinander abgetrennte Behälter, die jeweils das Herz eines anderen enthalten. Ein Behälter enthält das von Roxas. Ein anderer enthält ein zweites Herz, das schon fast genauso lang ein Teil von Zora ist. Der dritte Behälter beherbergt sein Herz bereits viel länger. Alle 3 Herzen sind mit dem von Zora verschmolzen und keine eigenständigen Entitäten mehr. Jeder Versuch, sie tatsächlich zu extrahieren, könnte sich für Zora als ebenso fatal erweisen wie das, was ihm überhaupt einst zu einem Herzlosen werden ließ. Zuallererst muss für jedes Herz ein Gefäß existieren. Als nächstes ist eine Art Funke erforderlich, um das Erwachen der Herzen zu induzieren. Die ideale Lösung wäre natürlich, jedes Herz wieder zu seinem eigenen Körper zuzuführen, aber wie auch immer geartet die Lage der beiden unbekannten Individuen ist. Ja, in Roxas Fall ist dies nicht mehr möglich. Dasselbe gilt für Namine, von der wir vermuten, dass sie in Kairis Herz wohnt. Wie dem auch sei, wenn wir Ersatzkörper für die hätten, benötigen all ihre Herzen im Grunde nur noch jeden Funken Menschen, die ihnen wichtig waren und denen sie wichtig waren und die ihnen den Weg nach Hause zeigen können. Eine vollständige und perfekte Digitalisierung des Herzens ist unmöglich. Wir können einzig hoffen, dass es uns gelingt, es teilweise zu rekonstruieren. Ich sehe daher keinen anderen Weg, als die Herzen, die wir so dringend brauchen, direkt aus Zora zu extrahieren. Glücklicherweise enthalten die in Twilighttown gespeicherten Daten nahezu perfekte Aufzeichnungen der Erinnerung der dortigen Bewohner. Und für Roxas und Namine ist das essentiell. Genso. Okay, im Groben zusammengefasst, genau, es ging eigentlich ja darum, dass Genso ja versucht hatte, die Daten aus Zoras Herzen zu extrahieren, zusammen mit den Herzen von Roxas, Shion und Ventus, die ja alle 3 in ihm schliefen.
und der eigentlich ja nur darauf wartet, um eigentlich ja wieder zurückzukommen. Ja, bei Roxas war das ja natürlich eigentlich ja tatsächlich das größte Problem. Also er war ja tatsächlich die bekannteste Person von allen dreien. Aber er hatte ja natürlich keinen eigenen Körper mehr. Und hat ja meistens eigentlich ja nur eher digital existiert, könnte man sagen. Also zumindest zum Anfang von Kingdom Hearts 2 war sein Körper ja praktisch eine Datenrekonstruktion, in der sein Herz ja praktisch eigentlich ja Zuflucht gefunden hat. Das war ja eigentlich ja sozusagen ja auch Jensos Backup-Plan. Allerdings war dieser ja nicht unbedingt gerade die optimalste Lösung für ihn, da, wie gesagt, das Herz nicht perfekt rekonstruiert werden konnte als Datensatz. Und ja, da war es ja eigentlich ein glücklicher Zufall, dass dann plötzlich Demix vorbeikam und eine Replik ablieferte. Ja, und dann war ja, wie gesagt, ja eigentlich ja nur noch dieser Funken nötig, eine Art Verbindung, Menschen, die sich an ihn erinnerten, und da war ja zum Glück Axel dabei. Also der war ja eigentlich ja da der nötige Funken, der ja sozusagen alles entzündet hat. Und das gleiche galt ja natürlich auch für Shion, die ja eigentlich anfangs sehr in die Organisation zurückgeholt wurde und dann natürlich auch ihr altes Ich praktisch wieder zurückerhalten musste. Das war ja natürlich dann auch eigentlich ja so ein bisschen Zoras Verdienst. Ja, so, da haben wir ja auch erstmal den nächsten Teil. Analyse von Anselms Daten, Auszug 2. Auf die Frage, wie man ihren Herzen ein neues Zuhause geben kann, ist die einzig denkbare Antwort Repliken. Wenn es uns gelingt, die digitalen Erinnerungen aus dem Archiv in Twilight Town zu übertragen, sollten die Repliken in der Lage sein, die individuellen Erscheinungen jedes Menschen mit einem nahezu perfekten Ergebnis zu rekonstruieren. Und dann brauchen ihre Herzen nur noch den richtigen Funken, um sie zu erwecken, damit sie aus Sora und Kairi heraus und den Weg in die neu geschaffenen Körper hineinfinden. Projekt Replik war wahrlich revolutionär, aber zum Zeitpunkt der Auflösung der alten Organisation war es nicht abgeschlossen. Wie sollen wir die Forschung ohne Evan vorantreiben? Als absolutes Minimum benötigen wir 3 Repliken, eine für Roxas, eine für Namini und eine für die unbekannten blinden Passagier in Zoras Herzen. Genau, damit ist ja Shion gemeint worden. Ventus brauchte ja keinen neuen Körper, weil er hatte ja noch seinen eigenen. Er war ja eben halt nur zu diesem Zeitpunkt ja immer noch im Schloss des Entfalls versteckt. Und da war es ja eigentlich ja nötig, dass Aqua ja wiedergefunden werden musste, damit sie das Schloss ja wieder zurückverwandeln konnte. All das sind kaum lösbare Dilemmas, doch wie ich gerade mit der Analyse der Daten meines Meisters beschäftigt bin, ertappe ich mich dabei, dass ich mich auf einmal an den Geschmack von Eiscreme erinnere. Als ich ein Junge war, aßen wir gemeinsam leckeres Eis, wenn wir zusammen spazieren gingen. Aber später wird noch genug Zeit sein, meinen Verrat zu bereuen. Im Augenblick muss mein Fokus darauf liegen, Roxas und Namini wiederherzustellen und zu beweisen, dass mein Meister nichts als gute Absichten hatte. Genso. Gut, dann kommen jetzt noch die letzten 3 Berichte. Ich denke mal, die sind jetzt wieder von jemand anderem. Der hier zumindest scheint so. Ja. Beobachtungen, Auszug 1. Ich habe es durchschaut. Der Schlüsselschwertkrieg hat sich genauso abgespielt, wie es auf der verschollenen Seite geschrieben stand. Nun muss das Schlüsselschwert, das mir der Meister anvertraut hat, an einen anderen übergeben werden. Aus dem überlebenden Pusteblumen wurden 5 Bündnisführer auserwählt. Ich werde das Schlüsselschwert an einen von ihnen weitergeben und dann weiter zusehen, wie sich die Zukunft vor meinen Augen entwickelt. Doch es scheint, als hätte jemand den Platz von einem von ihnen eingenommen und sich so unbemerkt unter sie gemischt. Einer der 5 ist also ein Betrüger, jemand, den der Meister nicht auserwählt hat. Dieser Betrüger ist wie ein Virus in dem Programm, das der Meister so sorgfältig geschrieben hat. Der Virus hat ein seltsames Projekt in Gang gesetzt. Eine verwegene Verschwörung, die es den 5 ermöglicht, in eine andere Weltenlinie zu fliehen. Aber wie kann so etwas möglich sein? Wir reden hier von der gleichen List, die es den Pusteblumen ermöglicht hat, nach dem Schlüsselschwertkrieg in andere Weltenlinie zu wechseln. Aber diese Kinder sind keine Meister. Sie haben gar nicht die Mittel, außer natürlich eine gewisse der Magie mächtige Dame, die aus der Zukunft herbeibeschworen wurde, weiß mehr als ich. Die ganze Sache mit den Bündnisführern hätte nach Vorschrift verlaufen sollen. Sind diese neuen Ereignisse nur ein weiterer Teil des großen Plans des Meisters? Verfasser unbekannt. Okay, meine Vermutung ist ja eigentlich natürlich, der Verfasser ist hier Lushu gewesen, denn er hatte ja nämlich ja das Schlüsselschwert seines Meisters immer an einen Nachfolger hier anzuvertrauen.
Und die fünf Pusteblumen waren ja fünf auserwählte Schlüsselschwertträger, die ja eigentlich ja tatsächlich in eine andere Welt reisen sollten. Und nicht nur in eine andere Welt, sogar tatsächlich auch in eine andere Zeit, in die Zukunft, um genau zu sein. Und einer von diesen Pusteblumen ist tatsächlich Ventus gewesen. Zwei weitere waren natürlich ja die menschlichen Formen von Laxin und Malushia. Die anderen beiden sind allerdings ja noch so weitestgehend unbekannt, also es sind zwei Träger gewesen. Eine von ihnen wurde allerdings ja natürlich dann, soweit ich weiß, tatsächlich niedergeschreckt und dann hat jemand ja ihren Platz eingenommen. Das war wohl, glaube ich, dieser Bericht hier. So ganz genau weiß ich das jetzt allerdings ja nicht, also ich habe da jetzt eigentlich ja nur grobe Kenntnisse über die Story von Union Cross, deswegen kann ich nicht alles dazu sagen, also ich weiß jetzt nicht wirklich alles dazu, da muss ich mich erstmal entschuldigen, da muss ich mir echt mal wirklich mal richtig den Gedanken darüber machen, was ich da jetzt eigentlich noch alles hier erfahren muss. Ja. Auf jeden Fall, ja, gut. Außer natürlich eine gewisse, der magiebemächtige Dame, die aus der Zukunft herbeibeschworen wurde, weiß mehr als ich. Was das angeht, ist da eigentlich ja die Vermutung, dass weiß ich tatsächlich zumindest, also einen Teil davon habe ich ja angesehen, dass es sich bei dieser magiemächtigen Dame um Alefiz handelt, die ja tatsächlich auch es irgendwie mal geschafft hat, in die Vergangenheit zu reisen, und zwar tatsächlich sogar bis in die Ära der Märchen, was tatsächlich eigentlich auch möglich war dadurch, dass es eine Datenwelt vom Buch der Prophezeiungen gab, in der eigentlich ja auch eine Version von ihr praktisch entstanden ist. Also das Buch der Prophezeiung ist ja in der Lage, die Zukunft zu zeigen. Und natürlich auch alle Personen, die darin vorkommen, zu erwähnen. Und das ist tatsächlich auch sogar ein essentieller Bestandteil, um eine Welt daraus zu erschaffen. Eine Datenwelt, in der auch diese Person tatsächlich eigentlich ja, sagen wir mal, als Datenkörper existiert. Und das ist sogar auch eigentlich ja eine der Bedingungen, die nötig ist, um als Herz durch die Zeit zu reisen. Man muss eigentlich ja an einen Ort und eine Zeit ankommen, wo eine Version auf ihn wartet. Und dabei ist es völlig egal, welche Art von Version. Es kann ein richtiger Körper sein oder eben natürlich eine Datenrekonstruktion. Und das hat Malefiz ja natürlich eigentlich ja so für sich genutzt. Also sie ist in die Datenwelt des Buches eingedrungen und hat natürlich eigentlich auch so ein bisschen ihr Wissen aus der Zukunft sozusagen preisgegeben. Dann kehrte sie ja natürlich irgendwann wieder zurück, allerdings die Erinnerungen daran, was sie ja damals in der Vergangenheit erlebt hat, sind irgendwie, soweit ich weiß, verloren gegangen. Also da ist ja natürlich eigentlich ja nur das Geringste übrig geblieben. Allerdings ein kleiner Teil ist übrig geblieben und zwar, und dieser Teil ist eigentlich ja auch sogar der Grund, wieso sie überhaupt eigentlich ja nach der schwarzen Truhe und dem Buch sucht. Sie will das Buch haben, weil sie ja sich irgendwie grob an dieses Buch erinnern kann und sie es haben will, um zu wissen, was eigentlich ja das Schicksal für sie oder sonst wen bereithält. Das ist eigentlich ja zumindest das Grobe, was ich eigentlich ja so ein bisschen darüber weiß, aber naja, ihr könnt mich korrigieren, wenn ich da auch ein bisschen falsch liege. Falls ich jetzt da irgendwas jetzt eigentlich ja falsch aufgefasst habe. So, was haben wir hier noch? Beobachtung Auszug 2. Selbst auf einer Weltenlinie ohne Schlüsselschwertkrieg scheint Frieden nur ein Traum zu sein. In unserer Abwesenheit und der des Meisters tauchte eine Dunkelheit auf. Eine, die der Welt ganz sicher einen weiteren Untergang bescheren wird. Inmitten all des Chaos habe ich mein Schlüsselschwert einem der Bündnisführer vermacht. So wie es mir der Meister aufgetragen hatte. Ich überwachte, wie die fünf auf eine andere Weltlinie geschickt wurden, zu einem hohen Preis, damit die Nachkommenschaft der Schlüsselschwertträger gesichert ist. Und jetzt, ganz ohne Schlüsselschwert, muss ich dieses Land verlassen, um meine letzte Pflicht zu erfüllen. Es bedeutet, dass ich meinen eigenen Körper aufgeben und mein Herz von Gefäß zu Gefäß weitergeben muss, so oft wie es nötig sein wird. Aber ich werde auch weiterhin den Lauf der Dinge in jeder Ära fest im Blick haben, in einer Ära nach der anderen. Eines fairen Tages, ob in Jahren oder Jahrzehnten, Jahrhunderten oder Jahrtausenden, werde ich diese fünf noch einmal treffen. Irgendwann in der zyklischen Geschichte der Weitervererbung wird ein Auserkorener erscheinen und den Schlüsselschwertkrieg erneut entbrennen lassen. Wenn dieser Sündenbock auftaucht und mein Schlüsselschwert in der Hand nimmt, kommt für mich die Zeit, in Erscheinung zu treten und meine Pflicht zu erledigen. Der verschollene Meister wird erwachen. Ja. Das haben wir eigentlich alles mitbekommen. Lushu hat sich ja praktisch in Radiant Garden als
ganz im Schüler Bryke getarnt. Er hat ja dessen Körper ja irgendwie übernommen. Weswegen er jetzt so aussieht. Und ja, ist dann ja natürlich irgendwann auf Meister Xehanort gestoßen, der ja natürlich ja eben dieses Schlüsselschwert in den Händen hielt. Was er wahrscheinlich vielleicht eventuell nicht wirklich ganz berücksichtigt hat, beziehungsweise eingeplant hatte, war ja natürlich, dass die ganze Sache nochmal ein ganzes Jahrzehnt in Anspruch nehmen würde. Aber ich denke mal, gerade für ihn, der jetzt eigentlich ja schon mehrere Jahrhunderte in dieser Welt verweilte, ist das natürlich nichts gewesen. Gut, letzter Auszug. Es scheint, dass dieser Körper, dieser Name, mein letzter sein wird. Das Leben, das ich über die Zeitalter hinweg gelebt habe, würden Bände füllen. Doch jetzt muss ich mich auf das konzentrieren, was am wichtigsten ist. Das Schlüsselschwert wurde erfolgreich von Generation zu Generation weitergegeben und es hat den Anschein, als würde sich nun endlich ein Schlüsselschwertmeister erheben, der der Dunkelheit ergeben ist. Bis jetzt habe ich den Lauf der Dinge aus der Ferne beobachtet. Doch vielleicht ist es nun an der Zeit einzugreifen. Alles, was ich tun muss, ist die Rolle eines Narren zu spielen, mit einem Verlangen nach der Macht des Schlüsselschwerts. Ich werde die Maske eines Verbündeten tragen, um ganz aus der Nähe ein Auge auf mein Schlüsselschwert zu haben. Folge deinem Herzen und sorge dafür, dass unsere Pläne Früchte tragen, mein armer, bedauernswerter Sündenbock. Das starrende Auge, ein Schlüsselschwert geschmiedet aus dem Auge des Meisters aller Meister. Er gab es an mich weiter, so wie ich es an andere weitergab. Und durch das Auge hindurch kann er die Zukunft sehen. Alles, was sich jemals zugetragen hat, über all diese Zeitalter hinweg, über Körper um Körper, Leben um Leben, war es meine Aufgabe, Wache über das Auge zu halten, wie es von einer Hand an die nächste weitergegeben wurde. Es war eine lange Zeit, länger als ich es in Worte fassen kann. Doch nun hat der Schlüsselschwertkrieg endlich angefangen und Kingdom Hearts wird sich öffnen. Ein echtes, vollständiges Kingdom Hearts, geboren aus der Konfrontation von Licht und Dunkelheit. Andersrum aber egal. Ich werde schon bald mit meinem alten Gefährten vereint sein. Und in jenem Augenblick wird meine lange Reise zu Ende sein. Er wird wiederkehren. Er also? Auch wenn ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass das alles eigentlich ja eher mehr nur so eine Art Missverständnis war, hoffte Lushu wohl anscheinend, dass all das, was er hier tut, nur dem Zweck dazu diente, dass er irgendwann seinen Meister wiedersehen kann. Der ja irgendwann, nachdem er ja eigentlich ja praktisch allen seinen Schülern die Aufgabe gegeben hatte, einfach spurlos verschwunden ist, so wie er es auch selbst vorhergesagt hatte. Und keiner genau weiß, wo er sich befindet, aber Lushu selbst hofft er ja natürlich, wenn er diese Aufgabe hier bravourös erfüllt, der nächste Schlüsselschwertkrieg ausbrach und das wahre Kingdom Hearts erscheint, dass dann tatsächlich sein alter Meister wiederkehren würde. Ja gut, das war also tatsächlich meine kleine Sonderfolge mit den geheimen Berichten, die ja sogar tatsächlich von verschiedenen Personen alle verfasst wurden, also sie stammten nicht alle von einem derselben, so wie es eigentlich an den vorherigen Haupttiteln so war. Nein, tatsächlich haben ja viele hier verfasst, darunter ja natürlich Xehanort selbst. Ja, Aisa hat hier was verfasst. Dann natürlich ja auch dieses Mädchen, dieses unbekannte Mädchen, von denen eigentlich immer noch keiner weiß, wer genau sie eigentlich wirklich ist. Genzo hat auch was geschrieben. Ja, Evan ebenfalls. Ja, da kam einiges natürlich zusammen. Also die Informationen, die wir ja hier hatten. Und ich habe eigentlich auch natürlich versucht, möglichst gut zu erklären, worum es sich dabei handelte. Nichtsdestotrotz, ja, Kingdom Hearts ist trotzdem eine sehr verwirrende Reihe, kann man nicht anders behaupten. Gut, das war's einmal mit dem heutigen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal, ja, werde ich dann eigentlich ja tatsächlich noch einen weiteren Part machen, bei dem es ja tatsächlich um eine Gummischiff-Mission geht, die ich noch abschließen will. Und dann, wenn das endlich ja fertig ist, geht es dann auch bald mit dem Remind-DLC los. Jetzt hätte ich fast vergessen, wie es hieß. Ja, und ja, was da auf uns zukommt, ja, darauf könnt ihr eigentlich auch noch so ein bisschen gespannt sein. Also dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!